schon auf? Leute. Gucci rennt gegen Prada, rennt Prada hinterher. Wir machen immer so alle 15, 20 Minuten einen Workshop. Ja? Fame, 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 fame. So, wir haben jetzt schon 4 Workshops durch. Und wir sind komplett durchnässt schon. Es ist gerade mal kurz vor 11. Wir haben um 9 Uhr gestartet. Also es ist wahnsinnig, wie die Hitze hier quasi reinzieht. Und wie schnell man schwitzt. Ja, man, es ist heute extra warm hier drin. Wir schwitzen, also jeder zweite Schritt direkt Wasserfall, Wasserfall. Und die Kinder sind auch alle am... Ja, auf jeden Fall macht es wieder Spaß. Es sind viele Kinder da, viele, die sich wirklich fürs Tanzen ein bisschen interessieren. Wir gucken jetzt, dass wir so ein bisschen mehr die Qualität steigern. Ja, wir haben jetzt ein paar einfache Moves genommen und jetzt wird es immer schwieriger und schwieriger für die, die noch einmal und noch einmal zu unseren Workshops kommen. Aber es ist wahnsinnig, dass viele mit langen Hosen, Longsleeve-Shirt kommen. Hier drin in der Halle. Geil ist alles irgendwie. Also hier in der Halle sind wirklich gefühlt 30 Grad. Also wir sehen ja, wir beide schwitzen schon wie Hölle. Und die Kinder tanzen ja trotzdem, was cool ist. Aber warum muss man sich denn so krass killen? Das ist schon echt der Wahnsinn. Aber okay. Wenn ich will, wenn ich will, der hat schon so nach dem Motto. Also ich will nicht wissen, wie deren Sponsorig ausschaut. Gucci rennt gegen Prada, rennt Prada hinterher. Nichtsdestotrotz, dass ihr euch wundert, wir werden die Teilnehmer im Video zensieren. Da es hier keine Datenschutzaushang gab und wir nachgefragt haben, dann wurden wir darum gebeten, die Teilnehmer zu zensieren. Das heißt, ihr werdet leider keine Gesichter sehen, außer von uns. Vielleicht werden wir kurz zwischendurch mal auch zensiert sein. Wir trinken, Freunde, ganz viel trinken, kühle Luft. Entspannen. Es ist sehr, sehr heiß. Sehr, sehr heiß. Ich hab gerade so das Bedürfnis, eine Flasche zu nehmen. Oh. Und einfach so. Oh.